Moin Leute, ich bin's Timo von Waldkult. Ich bin heute an einem Schloss und das gucken wir uns jetzt an. Ja, der ganze Tag war schönes Wetter. Jetzt zieht auf einmal hier so eine Sturmfront auf. Es ist sehr stürmisch, komisch. Ja, und wenn ihr Bock habt auf eine neue Tour, dann seid wieder mit am Start. Warnhinweis: Alle in diesem Video gezeigten Inhalte sind unter keinen Umständen nachzumachen. Ich übernehme keine Haftung. Es ist hier alles komplett zugewachsen, so viel sei gesagt. Das Schloss ist zum Teil eine Burgruine. Also eine Schlossruine quasi. Aber da sind noch andere Gebäude nebendran, die verlassen sind. Das Ganze gucken wir uns mal an jetzt einfach. Das ist auf jeden Fall wahnsinnig hoch, wie so eine Schlossnummer ist. Und das hat auch hier so richtige Burgtürme. Seht ihr das? Krass. Gehen wir einfach mal zum Eingangsbereich. Das wurde, meine ich, bis 1980, 1990 genutzt. Guckt euch doch mal den Eingangsbereich an. Alter Falter. Das ist ja wohl der Hammer. Boah. Guckt euch mal dieses imposante Bauwerk an. Das ist bestimmt jetzt hier, weiß ich nicht, 5 Meter hoch. Das ist der Eingangsbereich. Hier kommt man dann quasi theoretisch mit seiner Kutsche oder mit seinem Auto vorfahren. Hier rein, aussteigen und dann der Chauffeur hat dich weitergefahren. Wahnsinn. Links und rechts sind so richtig hohe Türme. Hier oben im Eingangsbereich, hier sieht man auch noch das Wappen. Vermutlich von der Familie, die hier gewohnt hat. Da ist auch noch so ein gigantischer Turm. Das erinnert mich irgendwie an Rapunzel. Lass dein Haar herunter. So, da kommt man hier rein. Hier war damals der Eingangsbereich. Es ist schon komplett eingestürzt und baufällig. Hier sieht man aber noch ganz gut die Stufen, die Treppenstufen. Wir gucken uns das erstmal von außen an. Es sind allerdings noch weitere Gebäude. Da hinten, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die gucken wir uns dann auch noch an. Wahnsinn, dieser Eingangsbereich ist auf jeden Fall sehr imposant. Ja, mein erster Lost Place, auf dem ich jemals war, das war auch so eine Ruine, so ein Schloss Wolfenstein. Da war ich damals mit meinen Kollegen unterwegs. Ich glaube, wir waren mit 2 oder 3 Autos unterwegs, da waren wir noch jugendlich und ja, ganz viele Mädels, ganz viele Jungs und es war so ein kleines Abenteuer und das hat mich irgendwie gereizt und ja, dazu gebracht, weiterhin diese Lost Places zu suchen. Das war schon übelst interessant, ne? Und auch halt so ein bisschen gruselig, ein bisschen Abenteuer, das ist schon sehr genial und das war ein ähnlicher Bau wie das hier. Nur nicht ganz so imposant. Guck mal, hier sind zum Beispiel auch Kellereingänge. Ich will gar nicht wissen, was es hier alles so für Geschichten gibt, was hier alles mal so passiert ist. Boah. Guck mal, das ist hier quasi ein alter Keller. Da stehen noch die ganzen Möbel drin. Wäsche und sonst was. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass das innerhalb von wenigen Jahrzehnten hier alles komplett in sich einstürzt und verfällt. Das ist der Wahnsinn. Da hinten ist auch noch ein Keller. Da gucken wir auch noch mal rein. Hier ist so ein Weg gewesen. So, genau hier. Hier ist auch noch ein vergitterter Keller. Aber hier, alles voll mit Mücken. Aber hier ist nichts mehr zu sehen.
Utensilien. Und die anderen sind zu. Wir gehen als erstes mal um das Schloss herum. Gucken uns das mal an von außen. Wie imposant das gebaut worden ist. Das erinnert mich auf jeden Fall sehr stark an dieses Schloss, wo ich schon mal war. Also Schloss Wolfskuhl ist quasi 600 Kilometer von hier entfernt. Aber das war auch so verwachsen. Alter, guck mal da hinten. Das ist ein Wohnhaus oder was? Riesengroß das. Das müssen wir uns gleich auch nochmal angucken. Ja, und hier ist dann von dem Schloss quasi die damalige Terrasse gewesen, so wie das aussieht. Und hier geht es auch nochmal rein. Da können wir auf jeden Fall mal reingucken. Das sieht aus wie Schnee hier. Nee, ich glaube eher, dass hier einer mit einem Feuerlöscher rumgesprüht hat. Ui, hier sind wir jetzt im Keller. Kellergewölbe. Krass. Ich weiß, hier sollte man auch nicht reingehen. Aber ich denke, das ist sicherer, als oben in der Ruine rumzulaufen. Verbarrikadiert. Also hier, das ist komisch. Hier wurde alles mit Zeitung ausgelegt. Eine relativ neue Flasche Baileys steht hier. Ist aber leer. Aber da ist wenig Staub drauf. Das heißt, so alt ist sie noch nicht. Hier stehen auch Kerzen rum. Ich denke, hier haben mal Leute vor kurzer Zeit geschlafen. Das haben die dann einfach hier genommen, als Barrikade vor die Tür gestellt, dass hier niemand reinkam. So konnten die hier schlafen in einem Schloss. Krasse Aktion. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Hier, eine fette Bunkertür. Gehen wir hier mal rein in den Raum. Ah, das ist Keller. Halt, ne? Naja. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Aufgang in den Hof. Achso, da ist der Haupteingang quasi. Da sind die Toiletten, die wir gesehen haben, da oben. Und guck mal hier, was hier auf dem Boden liegt, das ist Marmor. Das ist irgendwo abgebröckelt. Also das war schon alles sehr, sehr hochwertig hier. Hier können wir gleich wieder rausgehen. Ja, der Bereich ist eingestürzt. Guck mal hier, und so ganz uralte Griffe und so. Jetzt sind wir quasi unten im Gewölbe des Burgturmes. Linke Seite. Ja, krasse Sache. Da kommen wir hier nochmal. Hier können wir nochmal reingucken. Hier ist auch noch ein Schloss davor. So ein uraltes. Ja, das wurde aber einfach aufgebrochen. Das sind wahrscheinlich die Fenster, wo wir gerade so mit reingeguckt haben. Aber wie gesagt, hier unten ist nichts mehr. Ne? Das ist halt ein alter, zerstörter Lost Place. Ja, das sieht aus wie eine Garage hier. Das hätte vielleicht mal eine sein können. Zumindest ein Schuppen, ein alter Schuppen. Ja, hier kommen wir wieder raus. Guckt euch das an. Was, wie aufwendig das gearbeitet worden ist früher. Ne? Wahnsinn.
Direkt hier neben, nebenan sind auch Garagen, hier drei Stück, da hinten sind auch noch welche. Das ist die krasse Ruine. Naja, gehen wir mal gucken, vielleicht kommen wir auch in dieses Wohnhaus rein, wenn es denn eins ist. Hier geht auf jeden Fall so ein kleiner Weg lang. Den folgen wir jetzt mal. Ah ja, das ist zugemauert. Aber ich sehe schon hier unten zum Beispiel, da ist ein Eingang. Wir gehen jetzt nochmal zum Haupteingang. Mal gucken, vielleicht kommen wir da ja rein. Das ist auf jeden Fall ein krasser Dschungel hier. Es wäre schön, wenn man mal so einen Eindruck hat, wie das hier früher aussehen würde. Ich gucke mal nach Fotos, wenn ich welche finde, lade ich die, zeige ich die euch hier mal und lade die mal hoch. Ja, das sieht aber wie so ein ganz normales Wohnhaus aus hier. Gucken wir mal in den Keller rein. Ja, Basketballkorb. Ganz normaler alter Müll. Vielleicht kommen wir da vorne rein. Dann brauche ich hier nicht so wieder zu klettern. Aber ringsrum, das sind alles uralte Bäume hier. Alles zugewachsen. Zugewuchert. Es riecht auch schon nach altem Haus. Ja gut, hier werden wir sehr gut reinkommen. Aber warum nehmen wir nicht einfach den Haupteingang? Genau. Das ist eine ganz normale Wohnanlage. Hier haben wir ein altes Kinderzimmer. Ja. Warum das verlassen worden ist? Gute Frage. Hier eine alte Zeitung. Die wurde quasi zum Tapezieren benutzt. Von 1982. Gemeinsam für neue Erfolge, zum Wohle des Volkes und zur Sicherung des Friedens. Genau so ein Geschwafel quasi, wie von einem Politiker heutzutage. Muss man mal sagen. Da kommt ja nichts Gescheites mehr bei rum. So, wir gehen mal weiter hoch. Die Wohnanlage hier ist komplett zerstört, also Totalschaden quasi, komplett runtergekommen, entkernt. Ja, hier ist nichts mehr übrig geblieben von dem einzigen Charme der Anlage und von dem Schloss. Hier, das ist auf jeden Fall sehr gefährlich. So, die Feuerwehr kommt. Ich hoffe nicht wegen mir. Oh. Ja, im Hintergrund kann man schon das andere Wohnhaus erahnen. Ihr seht das wahrscheinlich noch nicht auf der Kamera. Ja, Wahnsinn. Das ist hier Dschungel. Ich kann es nicht anders beschreiben. Das war bestimmt mal eine große Fläche, keine Ahnung. Hier standen auch irgendwelche Hütten. Was das mal gewesen ist, kann ich euch überhaupt nicht sagen hier. Ach, guck mal. Das war wahrscheinlich nur ein Hof. Hier sind so Wäscheleinenständer, hier konnte man seine Wäsche aufhängen.
Ich denke, das war einfach nur ein ganz normaler Hof. Und jetzt kommen wir hier im Hintergrund zu dieser gigantischen Ruine. Wahnsinn. Wahnsinn. Hier gehen wir auch mal rein. Ui, guck mal da oben. Das hat irgendwas mit dem Bergbau zu tun hier. Hier weht auf jeden Fall ein unglaublicher Wind. Hier hat es mal gebrannt. So dunkel wie es aussieht. Ja. Hier war mal ein Schlafzimmer oder ein Wohnzimmer. Krass. Ich gehe jetzt hier auch mal hoch. Vielleicht haben wir ja einen schönen Blick auf die Ruine. Die Schlossruine. Ich vermute allerdings nicht. Aber mal gucken. Ja, das ist hier wirklich. Oh, hier müssen wir jetzt aufpassen. Weil da oben ist die Decke eingestürzt. Ich werde es mal wagen. Ja, weiter kommen wir nicht. Hier ist auch abgesperrt, Sperrband. Ist einfach ein komplettes Loch da hinten. Hier mal gucken hier. Man sieht die Ruine gar nicht. Da müsste die stehen, aber man sieht sie einfach überhaupt nicht. Krass. Und die ist wahrscheinlich nur 50, 60 Meter entfernt. Ja Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass es eine gute Idee wäre, wenn ich dort, wo die Zeitung ausgelegt war, mal eine Nacht schlafen sollte. Ich denke nicht, aber ja, als kleinen Anreiz, wenn ich 1000 Likes kriege, jetzt fange ich genauso an wie andere YouTuber. Naja, dann werde ich da mal eine Nacht schlafen. Guckt euch nochmal die Ruine an. Wahnsinn, ich würde ja am liebsten mal da oben in den Turm gehen. Da ganz oben. Aber das wird vermutlich nicht mehr möglich sein. Ha. Gucken wir es nochmal nach. So, ab durch den Dschungel. Ich gehe jetzt nochmal gucken. Ja, man sollte hier nicht reingehen, aber ihr wisst doch, ohne Nerven kein Kitzel. Wow. Da unten, da kamen wir gerade raus, mal gerade geguckt. Ja. Marmorboden. Wow. Das ist ja wie so ein Märchenschloss. Das ist ja der Wahnsinn. Wie schön das mal früher sein war. Das ist, kann man sich glaube ich gar nicht mehr vorstellen. So, gehen wir mal hier hoch. Hier, das sind ganz normale Türen. Die sind bis zur Hälfte in Schutt versunken. Und hier ist der Turm. Da
da müsste man ja theoretisch damals reingekommen sein. Oh, alles klar. Alles klar. Wahnsinn. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao mit V und ciao mit Ö. Euer Timo von Wildcold. Ciao.